Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, wir sind in einer schwierigen Situation im Augenblick. Wir haben ein ernsthaftes Thema, weil in der Augsburger Innenstadt bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden ist. Ein sehr großes Exemplar. Ich kann Ihnen hier sagen, nach Rücksprache mit dem Sprengmeister, dass im Augenblick keine Gefahr besteht. Für die Entschärfung der Fliegerbombe müssen wir aber große Teile der Augsburger Innenstadt evakuieren. Davon sind rund 50.000 Menschen betroffen, 32.000 Haushalte. Das wird also eine große Gemeinschaftsaktion. Das Ganze wird am ersten Weihnachtsfeiertag notwendig werden. Ich möchte Sie bitten, dass Sie an diesem ersten Weihnachtsfeiertag bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkommen. Für all diejenigen, denen das nicht möglich ist, werden wir Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Da gibt es über die Medien, über die Presse, über die Zeitung, über das Radio in den nächsten Tagen noch nähere Informationen dazu. Ich bitte Sie sehr herzlich, wir müssen ein Stück weit zusammenrücken, um diese Aufgabe gemeinsam zu lösen.